Mehr Reactions gemacht. Ähm, ja, aber man muss das auch immer mal so ein bisschen mischen, wenn man so lange dabei ist. Ähm, genau, und heute haben wir mal wieder die zeitlose Frage: Warum schreiben die Menschen, oder in diesem Fall die Männer, nicht zurück auf äh, Tinder und Konsorten, also auf Dating-Apps? Noch ein kurzer Hinweis: Ich habe da auf Anfrage jetzt auch mal so ein Maxi-Paket geschmiedet, wo alle meine liebeship kurse und auch die ganzen Metallkurse kurse drin sind, äh, letzten Endes, wird ja in diesen Bundles immer billiger, kosten die Kurse dann noch die Hälfte eigentlich, äh, wenn dich das interessiert, ähm, das ist dann äh, für 999 Euro alles drin, bestimmt, weiß ich nicht, 30 Kurse Minimum, würde ich sagen, und ähm, äh, findest du unter dem Bundles auf Libeship. .de. Ja, äh, genau. Wir schauen da mal rein in die Mail. Wenn du auch solche Mails schreiben willst, kannst du einen Formular auf libyship.de machen. Und ähm, genau. Also, lieber Christian, vielen Dank für deinen hilfreichen Content und deine zielführenden Kurse. Hier zu meiner Frage. Ich bin weiblich, Mitte 50 und nach einer zweijährigen Datingpause wieder auf einer Dating-App. Davor zwei Beziehungen mit toxischem Touch. Beide Männer waren nicht in ihrer Polarität und ich geriet, ohne dass ich es wollte, in die Mutti-Rolle. Ähm, nun stelle ich beim Daten Verschiedenes fest, das mich irritiert bei einem Match, schreibt mich der Mann üblicherweise nicht an. Ähm, genau, ich wollte mal was schreiben zu der Mutti-Rolle. Das ist, was ich auch immer meine, mit ähm, wenn ich sage, äh, in meinen 20, 30 Jahren Paarberatung, äh, ja, beschweren sich die Frauen, dass der Mann nicht in seiner Polarität ist. Und dafür werden natürlich ganz verschiedene Worte benutzt. Manche, manche sagen, äh, der macht nicht sein Ding, der hat keinen Rücken oder manchmal wird auch das Wort führen benutzt, aber das hat eigentlich immer nicht diese, immer diese Meinung, nicht dass das nicht auf Augenhöhe ist, sondern das ganz im Gegenteil, dass die Frauen eben nicht hoffen, man runtergucken wollen und nicht in die Muttirolle kommen wollen so ne? und nicht äh, auf dem Date zum Beispiel alles äh, selber machen wollen und dann auch noch den Mann ansprechen und am besten vorher. Und das ist damit gemeint. Äh, so, ich bin schon leicht genervt, weil ich finde, ein Mann in seiner Polarität soll mich anschreiben wie ein Ansprechender echt. Durch den Match habe ich ja bereits signalisiert, dass ich interessiert bin. Also ein sowas wie ein Lächeln in Real Life korrekt bis hierhin? Ja, aber wir reden halt über Dating Games. <laughs> ähm, also absolut korrekt. Und ich, ähm, als ich noch mal früher mal auf Tinder war, habe ich das auch so gehalten. Wenn das Match war, habe ich immer angeschrieben, weil ich dachte, das macht der Mann so. Ähm, ja, jetzt können wir, ich weiß natürlich auch nicht, ob es um Tinder geht hier. Ich weiß nicht, steht das hier irgendwo. Aber es letztlich auch egal. Also man muss sich immer eine Sache klar machen. Habt ja gestern auch ein interessantes TikTok zugesehen, wo das ähm, ja, gut aufgearbeitet worden ist und zwar... Ähm, hast du auf einer Dating App in, eigentlich das Interesse, dass du die Dating App möglichst schnell wieder löschen kannst? So, ne? Also die meisten zumindest, nicht alle, aber ich würde sagen die meisten. Der Betreiber der Dating-App hat aber das Interesse, dass du möglichst lange drauf bleibst, weil sonst wird ja kein Geld mehr verdient. Und das äh, muss man sich mal, also sicherlich ist da jede App ein bisschen anders, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was allein schon dieser Interessenkonflikt, was sehr ein Problem auslöst. Das kann man natürlich im Einzelfall nicht genau sagen, was das jetzt bedeutet, aber ich kann euch nur eins sagen: es gibt wenig. Konzerne, ähm, die so viel Datenmengen haben, wie zum Beispiel Tinder so, ne? Ich meine, und ihr, ihr wisst gar nicht, was man da alles an, an statistischen oder jetzt auch noch mit künstlicher Intelligenz, was man da für Tools drüber laufen lassen kann, um äh, Dinge ganz genau so einzustellen, wie man sie haben will, so sage ich es mal nur so. Ne? Und das sind einfach so Interessenkonflikte, die zu allen möglichen Problemen führen. Und gut, das mal so. Vorab und ähm, ja, also da schreiben mir ja ganz viele, dass nicht geantwortet wird. so, ne? Also, ich denke, da gibt es ähm, verschiedene Gründe, aber da kommen wir vielleicht noch zu. ich lese ich mal noch ein bisschen weiter vor. Äh, dann lösche ich den Match und schreibe ihn ein, wenn er sich nach zwei bis drei Tagen nicht gemeldet hat. Ja. Äh, weil ich finde, ein Mann meiner Polarität soll mich anschreiben. Genau. Ja, hatten wir auch, glaube ich, schon. Ne? Äh, genau. Ähm, so. Oder du schreibst zurück, ähm, dann schreibe ich zwei bis drei Sätze mit einer Frage. Ich will damit Interesse signalisieren und mein Gegenüber kennenlernen. Jetzt kommt so oft, beantworten die Herren der Schöpfung einfach meine Frage und stellen selbst keine. Das ist ja auch so ein Trend, dass äh, viele scheinbar so aus Langeweile auf Apps sind. Also das will ja gar nicht jeder daten. So, das ist ja auch schon so ein, äh, ich weiß nicht, was die letzten Zahlen jetzt sind. Also ich glaube, das waren so um 40, 45 Prozent, äh, bleiben wir mal bei Tinder, sind nicht Single. 40 bis 45 Prozent. Ich meine, ähm, vielleicht wollen die einfach nur sehen, ach, mal gucken, wie es mein Marktwert. Markt fährt und äh, vielleicht haben die auch eine Lust, von bestimmten Leuten zu schreiben, weil sie eh kein Date haben wollen, weil sie nur, ich habe Leute kennengelernt, die haben gesagt, sie sind aus Langeweile drauf, weil sie einfach mit Leuten schreiben wollen, sie müssen was fürs Ego mitnehmen und, <laughs> ähm, also das ist erstmal ein Riesenproblem, dann ähm, ist es bei Männern ja auch so, vielen Männern, die liken einfach jedes Bild, also ohne äh, bleiben wir wieder bei Tinder, tack, 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 tack wird alles, äh, alles geliked, ohne überhaupt hinzugucken. Und wenn dann ein Like zurückkommt, dann gucken sie häufig erst, ob, äh, ob das überhaupt in Frage kommt. So, ne? Das machen tatsächlich, das wird natürlich auch zu viel nicht ähm, anschreiben, beziehungsweise vielleicht, also wenn jeder geliked wird, vielleicht hat man dann gerade auch andere Sachen. Am Laufen und schreibt deswegen äh, nicht zurück. Also das, aber Männer beschweren sich da auch darüber, dass nicht zurückgeschrieben wird. Und da könnte ich mir auch vorstellen, äh, ja, bei vielen Frauen quält das Postfach ja förmlich über, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind. Und dann schreiben die deswegen wieder nicht zurück. Ähm, oder die Standards sind zu hoch, dass man schreibt was, da schreibt jemand nur Hi, dem schreibe ich schon mal aus Prinzip nicht zurück. Aber das kann man bei dir ja nicht sagen. Also du bemühst dich ja. Ja und es ist natürlich so der Datingmarkt ist schwierig ne so über 50 60 es wird wird nicht einfacher so und ne? es wird statistisch sind ja auch mehr Bindungsängstler dann im Kollektiv und überhaupt ähm, ich finde auch so dieses Connecten es wird einfach schwieriger ne also ich merke das auch irgendwie und so also ganz allgemein auch aber es ist nicht unmöglich also ich habe tatsächlich ähm, ja, also ich, ich höre von Leuten, die meinen Content nutzen, die äh, ja, also auch, habe ich neulich gerade wieder gehört, über 70, keine Probleme, gute Matches zu ziehen aus einer Dating-App, äh, frisch verliebt, äh, einen coolen neuen Dating-Prozess mit einem coolen neuen, mit einem Mann, der echt cool ist und also es ist immer möglich, ne? Das muss ich äh, ganz klar sagen, es ist immer möglich. Und ja, es gibt sicherlich Lebenssituationen, wo man einfach auch sagt, hey, ich, 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 ich komme einfach nicht raus und ähm, dann nutze ich eben eine Dating-App, alles gut. Ähm, ja, aber man, also das Dating-App heißt aber, glaube ich, selbst wenn es dann partiell funktioniert, heißt es, glaube ich, bei jedem, es sei denn, man gehört zu den Top 5% auf der App, es äh, ist eigentlich für jeden 80, 90% Frust und dann, wenn man Glück hat, äh, zieht man ein gutes Match raus, so, ne. Das heißt, sie verharren in der passiven Rolle. Ja, aber ist das der Mann in der passiven Rolle? Das habe ich nämlich ja auch äh, viel zu geäußert, so die letzten Tage. Ist das nicht das, was die Gesellschaft will? Dass Männer ja in der passiven Rolle sind. Äh, ist das nicht, was die Gesellschaft gerade Männern sagt, dass sie äh, nicht mehr männlich sein sollen, ähm, dass, dass sie ja, ein bisschen wie Frauen sein sollen und Frauen werden mehr wie Männer? Ist das nicht, was gerade. Mainstream ist. Also ich finde, es ist gerade Mainstream und wie gesagt, in meinem neuen Buch bewerbt das gerade noch nicht so aktiv, weil es eben noch nicht so ganz draußen ist, Feuer und Flamme. Äh, ich möchte das auch alles ausgiebig äh, diskutieren, meine Meinung dazu. Und ich finde das absolute Fehlentwicklung, aber das wird den Männern noch gesagt. Ne? Das Heute ist alles ähm, ja, wir sind doch so modern, da kann die Frau doch ähm, kann die Frau mich doch einschreiben? Kann die Frau auch den Dating-Prozess vorantreiben? Ja, aber es fühlt sich viele Frauen falsch an, Egal, was der Mainstream sagt, das ist ja das Problem. So schnell ähm, kriegen wir unsere Gene ja nicht umprogrammiert. Und das eine ist eben, was man sagt, was man will, und das andere ist, also, ich sag immer, man kann nicht wollen, was man will, so, ne? Das liegt halt fest in uns, ne? Es gibt Aussagen, wer fragt, der führt. Ich will aber nicht führen, sondern in meiner weiblichen Polarität sein wieder jemand, ich sag's nur wieder, eine Frau, die sagt, sie will nicht führen, im Datingbereich, im dating, im dating ne? das heißt jetzt, und das ist für mich gerade Augenhöhe, dass man, äh, ja, dass man seine, ähm, seine, Polarität hält, das andere Geschlecht feiert und das sagen die meisten Frauen im Dating-Prozess, natürlich haben sie vielleicht total Bock, im Beruf zu führen oder ähm, ja, vielleicht auch in anderen Beziehungsbereich mal zu führen, dass sie sagen, hey, da will ich mich jetzt mal durchsetzen, alles gut, aber dieses im Dating-Bereich, sagen das die meisten Frau, ich könnte mich schlagen dafür, es ist, habt ihr leider jemanden vor euch, der 30 Jahre Paartherapie gemacht hat, und ich kann nur sagen, was, was ich sehe, und ich glaube nicht, dass es viele Paartherapeuten gibt in Deutschland, die mehr Paare gesehen haben, also, aber, es ist, es ist, wie es ist, aber, Gesellschaft sieht das ja mal anders. Also kann ich, kann ich auch nichts gegen machen. Gut. Ähm ja, und wieder ist es so: Du möchtest dich einfach in einer weiblichen Polarität zurücklehnen und natürlich, bevor jetzt hier wieder jemand schreibt, ich, ich will aber nicht, dass der Mann führt und ich will aber auf Augenhöhe sein. Das heißt für mich auf Augenhöhe sein. Dass du das machst, was du gerne machen möchtest auf dem Date und dass du den Partner suchst, dazu suchst, der auch das macht Und ich kann auch nur, ich kann mal wieder sagen, also Frauen wollen es nicht, dass der Mann nicht weiß, in welches Restaurant man geht, und äh, dass der Mann nicht weiß, ob man einen Tisch reservieren muss, dass der Mann nicht weiß, wo man hingeht. Äh, weil Frauen wollen starke Männer daten und das zeigt halt alle Schwäche so, ne? Ich habe die Welt nicht gemacht, also don't shoot the messengers. <laughs> also, das ist, wie es ist, ne? So, ähm. Ich will aber nicht führen, sondern meine weiblichen Polarität sein. Wenn ich keine weiteren Fragen stelle und mich bewusst empfangend verhalte, schläft der Austausch ein und es kommt logischerweise auch nicht zu einem Treffen. Bis jetzt habe ich all diese Matches gelöscht, weil mir dieses Verhalten nicht entspricht. Ich wünsche mir einen Mann, der sich aktiv verhält, also Fragen stellt, Interesse zeigt, auch von sich aus erzählt und vor allem von sich aus ein Date macht. Ist das so viel verlangt? Nee, absolut nicht. Bin ich zu passiv oder zu anspruchsvoll? Na, zu passiv bist du auf jeden Fall nicht. Ob du zu anspruchsvoll bist, kann ich jetzt nicht äh, sagen. Vielleicht ähm, schreibst du in irgendeiner Weise auch die falschen Männer an. So, ne? Also diejenigen, die nicht zurückschreiben. So, ne? äh, vielleicht musst du da deinen Kreis nochmal ändern. Oder ich, ich bin ja immer wieder ein großer Fan von Offline-Dating probieren. Also macht meinen Dating-Kurs für Frauen in diesem Fall. ist einen für Männer ich auch viel, über, wie du ein Offline-Dating ankurbeln kannst, also aber wie gesagt, ich habe eben extra diese Geschichte erzählt, weil es kann, ja, es kann klappen, du kannst in 50ern, in 60ern, in 70ern, in 80ern, in 90ern kannst neue Partner kennenlernen, auch immer eine Dating-App, natürlich ist das möglich, ne, aber die sind es dann scheinbar nicht und ja, und wenn man, wie gesagt, wenn man nicht zu den Top 0,1% gehört auf den Dating-Apps, dann ist das meiste ist Frust, ne? so, Und da brauchst du eben eine größere Stichprobe auch so, ne? Ähm, oder gibt es einfach kaum noch polare Männer? Ja, ich werde ja immer werd ja viel kritisiert gerade für meinen ne? Also ich, ich sag, der Mainstream sagt ja immer, polare Männer wollen wir nicht mehr, aber komischerweise zeigt man die Frau, die dich. Wollen. <laughs> Männer daten will. Wie gesagt, wen datet eine Frau wohl lieber? Wenn wir jetzt in Barbie-Film gucken, irgendwie diesen, diesen Ellen oder den Ken? Äh, mit seinem, also den Kennen jetzt, mit seinem, ähm, was da ja eher so kritisch gesehen wurde, mit seinem männlichen Outfit und was weiß ich. Ja, könnt ihr, mal, könnt ihr selber mal überlegen, wen ihr lieber datet. Und das ist halt immer, was so gesagt wird, ne? Wir wollen, also Männer sollen gefälligst anders sein. Aber die Männer, die sich dann, das war sogar schon früher so, als ich, als ich noch in meinen 30er, wenn du dann so bist, wie du denkst, wie die Gesellschaft dich haben will, kein Dating-Erfolg. <laughs> ist wie es ist, ne? Also werden mir, glaube ich, viele zustimmen. Und auch als Frau auch, wenn du die, äh, also sollst du sollst natürlich in deiner Polarität daten. Und es gibt Frauen, die daten gerne in, in der Young, also in der männlichen Polarität. Alles gut. Aber wenn du außerhalb deiner Lieblingspolarität datest, ähm, macht es keinen Spaß, du kommst nur Schwierigkeiten, die Dates laufen nicht. Ich kann es nicht ändern, das ist wie es ist. Ne? So, äh, ich bin wirklich unsicher, wie ich mich verhalten soll, zumal ich bisher immer selbst recht aktiv war beim Kennenlernen und dann eben diese unpolaren Männer angezogen habe, die nicht wissen, was sie wollen. Ja, deswegen kann ich das nicht empfehlen. Also mach weiter so, wie du es machst. Überlege mal, ob du nicht mal auch mal ein bisschen Offline-Dating machst und äh, geh einfach davon aus dass du viel aussortieren musst, ne. Das ist wie bei Bewerbungsschreiben, ne. Wenn du ähm, eben bestimmte Vorstellungen hast und wirklich nur den geilen Job haben willst und dich mit weniger nicht zufrieden gibst, dann hast du entsprechend viele Absagen. So ist das, ne. Beziehungsweise die Zusagen, die dann kommen, willst du gar nicht haben, so, ne? Und von daher, also ich sage ja immer, man soll durchaus hohe Standards haben, so, ne. Das ist schon in Ordnung, aber dann, ja die Auswahl halt eng und vielleicht kannst du noch mal gucken, ob du wirklich so die richtigen Männer anschreibst, da kann man nicht auch noch mal gucken, weil das ist ja auch so ein, gibt es ja auch Forschung zu, dass man halt gern so daneben schießt auf Dating-Apps, also nicht den Teil anschreibt, der vielleicht eher zurückschreiben würde, da gibt es auch Forschung zu, so ähm so bin, ich will in meiner weiblichen Polarität bleiben, bin ich jetzt zu so passiv, finde auf gar keinen Fall. Vielen Dank für deine Antwort, würde mich freuen, wenn sie ähm, ja, würde mich freuen, wenn du dein Video dazu machst. Ja. Ja, vielen Dank dafür, sehr spannend. Ähm, macht die fucking Kurse, äh, holt euch noch ein Lesungsticket, haben wir gerade nochmal Newsletter rausgeschickt. Ich kann auch sehr diesen Newsletter empfehlen, also wir schicken wirklich selten was raus und das ist letztlich meine einzige sichere Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten, weil das, was ich auf Social Media kann, alles Mögliche passieren. Außerdem gibt es so Aktionen, die gibt es nur auf äh, im Newsletter. Es gibt umsonst Tests und also äh, ja, würde ich euch sehr empfehlen, den Newsletter zu abonnieren. Und genau, da hatten wir gerade die neuen Lesungstermine ausgeschickt, findet ihr aber auch auf der Website. Berlin ist eine Lesung schon fast ausverkauft, die zweite auch fast und äh, ja, wenn ihr Lust habt, holt euch noch Tickets. Wismar ist noch dazugekommen und München haben vielleicht noch nicht alle gesehen und wir sind auch noch dran an ähm, Wien, wollen auf jeden Fall was machen im Ruhrgebiet. Äh, Karlsruhe haben wir neu dazugekriegt noch und Frankfurt haben wir ähm, ja, einen anderen Veranstalter, ups, der uns da quasi gebucht hat, ähm, ist auch mit drauf. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben.